Seid gegrüßt zu einem neuen Toy Review, heute mit Transformers Carousality Fans Project Car Crash, der hier eine Hommage an den Breakdown der damaligen Stunticons aus der Generation One Line sind. Ja, diese Figur ist ziemlich cool auf jeden Fall, also gefällt mir, sie ist sehr windschnittig, sie hat ziemlich viele Gelenke und ja, kommen wir doch einfach mal gleich zu dem, was bei dieser Figur quasi alles enthalten ist. Zum Ersten bekommt ihr hier diese kleine nette Personenkarte, also Charakterkarte. Ihr seht hier unten Carousality, Crossfires, Side Stories, CA09 Car Crash, und hier seht ihr ein schönes Artwork, wie gesagt, von Car Crash aka Breakdown. Und ja, hinten ist natürlich wieder eine kleine Story mit ihm drauf, sehr schick eigentlich gehalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr es pausieren und euch nochmal genauer durchlesen. Ja, ansonsten ist noch mit dabei eine schöne Anleitung. Das zeige ich euch einmal. Sehr schlicht gehalten. Wie ihr seht, hier mit verschiedenen Farbgebungen, dass ihr auch die einzelnen Teile, die bewegt werden, auch richtig schnell unterscheiden könnt. Die Verwandlung ist ziemlich simpel. In 12 Schritten vom Roboter zum Auto und in 15 Schritten quasi zum Roboter mit Kanone. Ja, und ansonsten wird hier noch mit dazu geliefert ein sehr schicker Karton. Wir kennen ihn natürlich schon von den anderen Carousality-Figuren. Wir haben hier immer großes Artwork von drauf. An der Seite die Figur quasi einmal abgebildet und auf der anderen Seite quasi das gleiche Bild, aber hier gezeichnet. Auch hier sehr schön gemacht, wie man die gezeichnete Figur quasi mit der Figur an sich quasi 1:1 abgelichtet hat. Ja, auf der Rückseite sehen wir einmal die Figur in sehr vielen verschiedenen Posen. Finde ich ziemlich cool. Wir sehen hier die Beweglichkeit sehr schön dargestellt, den Fahrzeugmodus eines Lamborghini Diablo, würde ich jetzt fast sagen. Und hier unten natürlich nochmal so ein paar kleine Details. Ja, unten sehen wir jetzt nichts groß. Oben sehen wir noch einmal das Artwork. Ja, und die Figur wird hier in einer normalen Boxart quasi im Robotermodus geliefert. Ja, kommen wir jetzt doch einfach mal zu der Figur an sich, legen die Kleinigkeiten beiseite. Ja, die Figur, wie gesagt, wird in einem sehr schönen Weiß geliefert und hier unten mit blauen Details, vorne mit einer roten Motorhaube, silbernen Leuchten und einem schwarz-metallischen Painting quasi für die Scheiben. Die Reifen sind in einem Grauton gehalten mit einer silbernen Felge. Sehr schön. Die Waffe selbst des Robotermodus ergeben hier die Auspuffrohre. Aufwendig ein schönes Gimmick. Ja, und von unten sehen wir jetzt vom Robotermodus nicht allzu viel. Klar, der Kopf ist hier zwischen den Kanonen leicht sichtbar, aber ansonsten alles schön verschlossen. Das gefällt mir extrem gut. Das Einzige, was mir im Fahrzeugmodus nicht so ganz gefällt, ist hier vorne, die Räder lassen sich echt gut drehen und hier hinten haben wir nur einen Teil des Rades quasi drehbar und der Rest ist fest. Finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten, wie gesagt, tut es der Figur keinen Abbruch. Ja, kommen wir doch am besten dann gleich zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel. Wir nehmen einmal erstmal die Waffe ab, die aus zwei Komponenten, wie gesagt, besteht. So, dann geht es auch gleich los. Wir drehen hier, oder wie gesagt, wir ziehen hier hinten die Seitenpanels leicht zur Seite, dass wir den Kofferraum quasi einmal nach oben klappen können. Ansonsten drehen wir jetzt die Figur einmal herum. Wir sehen jetzt hier schon den Kopf. Werden jetzt die Beine oder besagt die Motorhaube erstmal hier splitten. So. Wenn das gesplittet ist, drehen wir hier oben die Pinökel quasi einmal heraus. Ziehen dann die Beine vorsichtig auseinander. Ziehen hier die Seitenwände nach unten, dass wir hier die Beine herauswinkeln können.
Jetzt gibt es einen kleinen Trick. Wir sehen hier einmal so ein kleines Loch, so eine Vertiefung. Hier innen sind zwei Pins jeweils. Da muss quasi der Fuß einmal befestigt werden, um das quasi zu ermöglichen. Ich versuche es einmal zu zeigen. Wir sehen einmal hier die Pins. Einmal den Fuß ein wenig seitlich drehen und dann quasi drauf befestigen. Hier unten sehen wir es auch nochmal schön. Dieser weiße Pin muss hier rein. Das war jetzt ein bisschen zu weit. So, und das war's auch schon. Dann dreht ihr die Seite zu. Das gleiche tut ihr hier. Ihr dreht das Bein einmal heraus. Befestigt diesen Pin einmal hier drin. In das Bein wird quasi festgesteckt. So, dann haben wir quasi das Bein schon fast fertig. So, anschließend drehen wir einmal den Fuß nach vorne jeweils. Ziehen jetzt hier die ganze Seitenwand einmal nach oben, inklusive der Reifen. So, am besten lösen wir die Motorhaube mal so ein bisschen. So, drehen den Reifen nach unten, ziehen es jetzt nach oben. So. Drehen jetzt hier unten diese Teile ineinander, was ein wenig tricky ist. Auch aufpassen, ich habe schon viele gesehen, die haben hier das Problem, dies muss ineinander gefaltet werden und dadurch beschädigen sie das Plastik. Deswegen sehr vorsichtig sein. Am besten einmal seitlich drehen. Und hier haben wir schon, ich zeige es euch mal, das Problem. Es schließt hier sehr schön ab und muss trotzdem da reingedreht werden. Also ihr drückt es am besten ein bisschen hoch und zieht es dann quasi ineinander, bis es so übereinander passt. So, dann schieben wir den Fuß auf. Das gleiche tun wir jetzt quasi hier auch. Drehen jetzt aber erstmal so den Fuß nach vorne. So, der Reifen bleibt hier so drin. Das ist quasi der Fuß schon fertig. Das gleiche machen wir jetzt hier noch einmal. Drehen jetzt das einmal nach unten. Lösen quasi hier diesen Pin. Drehen das nach oben. Schieben den Reifen hier einmal herein. So. Anschließend öffnen wir hier die Beine. Wie gesagt, die Füße. Und drehen sie quasi einmal so nach oben. So, jetzt haben wir hier schon die Füße einmal verwandelt. Ziemlich simpel und trotzdem sehr schick. So, ansonsten die Arme einmal hier oben lösen, indem wir hier... Ach, das ist ein wenig schwieriger... Die Seitenpanels lösen. Das gleiche noch einmal hier. Das ist ein wenig tricky, weil die wirklich ziemlich tief quasi hier in dieser Vertiefung stecken. So, den Rücken, wie gesagt, drehen wir nach hinten. So. Und anschließend ziehen wir jetzt hier quasi den Arm einmal heraus. Sehr vorsichtig bitte sein, sonst brecht ihr den Arm kaputt. So, dreht hier oben die Schulter nach vorne. Das gleiche macht ihr jetzt hier. Um es einmal euch zu verdeutlichen, hier an der Seite ist wie so ein Stift, der ist aber hier komplett bündig. Der muss quasi rausgeschoben werden, das ist die Schiene. Das heißt, ihr zieht hier vorsichtig den Arm, so, und habt jetzt quasi schon den Arm verwandelt. Dreht jetzt hier die Schulter einmal nach vorne und dreht die rum. So, und schon habt ihr jetzt effektiv Breakdown verwandelt. Das war's schon. So, jetzt habt ihr noch diese zwei kleinen Waffenteile, die ineinander gesteckt werden. Das heißt, wir haben hier vorne einmal eine Öffnung, hier diesen Pin. Und da stecken wir es einfach rein und haben die Pistole fertig. Die Pistole kann ihm natürlich ganz normal in die Hand gegeben werden. So, ganz regulär. Die
Posen sind schon ziemlich cool, die man mit diesen Figuren machen kann. So. Oder ihr habt die Möglichkeit, was ich natürlich auch bevorzuge, ihr könnt die Waffe ihm quasi hinten befestigen. Das heißt, wir haben hier diese Einkerbung und die könnt ihr quasi hier einmal nutzen, um die Waffe zu verstauen auf dem Rücken. Finde ich ein sehr schönes Gimmick, es hat auf jeden Fall was. So, ansonsten kommen wir jetzt doch einfach mal zur Beweglichkeit der Figur. Die Beweglichkeit ist echt übelst geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche gerade mal das Licht anders zu positionieren, dass wir ein wenig mehr von der Figur sehen. So. Und da haben wir das auch schon. So, wir zoomen jetzt einfach mal ein wenig an den Kopf heran. Der Kopf ist sehr schön gehalten. Ihr seht hier gelbe Augen, rotes Gesicht, wie beim Original. Oben dieses Lüftungsgitter ist in schwarz gehalten und der Kopf in blau. Wie ihr seht, die Figur hat einen auf einem Balljoint gelagerten Kopf. Nach oben lässt er sich leider nicht winkeln. Er ist gerade, aber er lässt sich nach unten winkeln. Seitlich. Das ist kein Problem. Der Kopf ist auch relativ fest. Das heißt, ihr müsst schon ein bisschen besser drücken, dass ihr den Kopf anwinkeln könnt. Ansonsten könnt ihr wackeln. Ihr seht selbst, die Figur, der Kopf bleibt so. Ja, wie gesagt, die Figur selbst hat hier feste kleine Räder. Die werden auch automatisch blockiert durch diese Seitenpaneele. Ihr habt hier in den Schultern ein Doppelgelenk. Was ich sehr interessant finde, auf jeden Fall, es ermöglicht eine deutlich größere Bewegungsreichweite. Ansonsten könnt ihr natürlich den Arm einmal um 360 Grad drehen. Ihr seht hier nochmal schönes Gelenk. Hier unten habt ihr ein Oberarmgelenk, ein Ellenbogengelenk und die Hände lassen sich natürlich auch auf einem fast Kugelgelenk leicht bewegen. Ihr könnt sie komplett drehen. Ansonsten hat die Figur hier unten ein Hüftgelenk. Das will ich euch gleich mal zeigen. Ihr könnt hier diese Figur nicht herausziehen. Das heißt, ihr habt hier ein sehr festes Gelenk. Das müsst ihr quasi, bei der Verwandlung passiert das öfters, damit ihr hier oben diese Rückenpaneele auch gut quasi aus dem Dach lösen könnt, könnt ihr oben das auseinanderziehen, einfach dann wieder ineinander schieben. So, ansonsten haben wir hier ganz normale Hüftgelenke. Ihr könnt den Torso drehen. Ihr könnt die Beine nach oben winkeln. Ihr habt ganz normale Kniegelenke. Die Knie lassen sich extrem weit anwinkeln. Ihr könnt es quasi noch weiter anwinkeln, indem ihr hier diese Rückenpaneele der Beine aufmacht. Dann könnt ihr quasi die Beine noch weiter anwinkeln. Das ist aber jedermanns Geschmackssache. Und ansonsten hier unten haben wir auf einem Balljoint gelagert den Fuß. Den könnt ihr komplett drehen, anwinkeln wie ihr wollt, seitlich wippen. Die Beweglichkeit ist da ziemlich enorm. Und ja, ansonsten, diese Figur, wie gesagt, bietet sehr viele Bewegungs- und Posing-Möglichkeiten und ist auch natürlich ziemlich gut ausbalanciert. Das heißt, ihr könnt, das könnt ihr jetzt mal selbst sehen, ihr könnt die Figur hinstellen, ohne dass sie umkippt. Ist also echt beeindruckend. Ansonsten hat die Figur sehr viele Details. Ihr seht hier unten an den Beinen. Sehr schön auf jeden Fall gestaltet. Überall seht ihr hier sehr viele Gimmicks. Kleine Packs, wo ihr die Waffen dran befestigen könnt und. Ist eine ganze Menge, was ihr da an Spielraum habt. Die Füße sind, finde ich, extrem gut designt. Ihr habt hinten keinen Hohlraum. Es ist wirklich zu durch dieses kleine Scharnier, was ihr quasi vorklappen könnt. Die Waffe kann man auf dem Rücken, wie schon erwähnt, quasi platzieren. Die Arme sind auch schön beweglich.
Und ja, wie gesagt, mit den restlichen Team-Membern macht diese Figur echt was her. Ich gebe dieser Figur hier definitiv die vollen Punktzahlen von 10 von 10 Punkten. Los lohnt sich auf jeden Fall. Auf dem Brustkorb haben wir hier silberne Paintjobs mit Rot und ansonsten Blau. Und wenn ihr euch diese Figur holen wollt, sie kostet mit Importkosten ca. 70 Euro. Und es lohnt sich von allen Maßen, ob ihr jetzt eher den Robotermodus oder den Fahrzeugmodus wollt, ist diese Figur auf jeden Fall genial. Sie bildet jetzt quasi den Fuß vom großen M3, aka Menasor. Und ja, wie gesagt, einfach eine super klasse Figur. Ich kann ja einfach mal mit Wild Rider quasi euch das zeigen, aka T-Bone, wie groß quasi die Verwandlungen vom Roboter zum Fahrzeugmodus sind. Ihr seht selbst. Es steckt eine ganze Menge an Gelenken drin, an klappbaren Teilen, um diese Größe wirklich hinzukriegen. Und es macht echt was her. Es lässt sich echt sehen und hier hat natürlich mal wieder Fans Project einfach nur wirklich gute Arbeit geleistet. Die Verarbeitung der Figuren ist einfach nur enorm. Es ist eine kleine Puzzlearbeit, wenn man diese Figuren verwandeln will, denn wenn ich mir jetzt überlege, wie M3 sich verwandeln lässt, da sind diese Figuren wirklich hier absolut einfach zu verwandeln. Und ja, was soll ich sagen? Holt sie euch. Es lohnt sich, auf jeden Fall. Ich kann jetzt mal zum Größenverhältnis euch jetzt einfach mal zeigen, was diese Figuren hermachen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal mit dem Dinobot Snarl, den ich jetzt einfach mal daneben stelle, in der Deluxe-Größe. Das heißt, ihr seht selbst, die Figur hat annähernd Deluxe-Größe. Finde ich schon ziemlich brachial von der Art her. Ansonsten hätten wir jetzt da noch zum Vergleich Optimus Prime aus der Fall of Cybertron-Line. Ihr seht selbst, also, von der Größe her ziemlich identisch. Vielleicht einen Kopf von der Figur her, ist Optimus größer. Auf jeden Fall deutlich größer als die Scout Class. Holt sie euch auf jeden Fall. Fahrzeugmodus, Robotermodus, wie gesagt, 10 von 10 Punkten. Es lohnt sich. Ich hoffe, euch hat das Review ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auch ein bisschen weiterempfehlen würdet. Ansonsten sehen wir uns. Bis demnächst. Ich wünsche euch was. Euer Rexfor.